Willkommen zur Lokführerschulung. Heute werden Sie durch den Betrieb einer Diesellokomotive der Baureihe 365 geführt. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit besonders wichtigen Fahrsteuerungen und Gütertransporten. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Um das Führerpult einzuschalten, damit Treibstoff zu den Motoren fließen kann, um die Motoren zu starten, drücken Sie den Motorstartknopf. Antrieb zu aktivieren, muss der Netzschalter aktiviert werden. Stellen Sie zum Lösen der Bremsen die Zugbremse in die Position. In dieser Einführung werden Sie Rangieraufgaben wahrnehmen und einen Zug bilden. Dieser Zug ist nun betriebsbereit. Der Leistungsregler dieser Lokomotive ist etwas ungewöhnlich. Drücken Sie die Ausrollen ist eine Methode zur effizienten Aufrechterhaltung. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, benutzen Sie die Zugbremse, um ein wenig Bremskraft anzuwenden.
Dieser Rangierbahnhof hat Handweichen. Bevor Sie losfahren, müssen Sie diese zu Fuß stellen. Klettern Sie jetzt nach unten und stellen Sie sicher, dass alle Weichen in der richtigen Position sind. Jetzt, da Sie gekuppelt sind, bringen Sie diese Tankwagen in den zweiten Satz, um einen Zug zu bilden.
Gute Arbeit. Kuppeln Sie jetzt vom Zug ab und bringen Sie die Lokomotive an ihren ursprünglichen Standort zurück. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.